So, Leute, willkommen zum nächsten Teambuilding-Video, diesmal bezogen auf Spieltag 16. Natürlich geht's wieder um die GPL, um was auch sonst. wir gehen gleich mal rein und gucken uns das Team des Gegners an, denn wir spielen hier das zweite Mal gegen Bravebird und sein Team Talonflame Skyliners. Ja, und wir gucken uns gleich mal an, was der gute Maxi denn so hat. Er hat im OU immer noch sein Panferno mit dem Z-Kristall, hat aber zwei Neuzugänge bekommen, nämlich das 50% Seigard und Raikou. Im UU hat er Primarena, Necrozma und als Neuzugang Duokles. Dann hat er im RU Firnontor und als Neuzugang Schwalboss. Und im NU schließlich ist alles gleich geblieben mit Fruyal, Skungtank und Ramaidon. Ja, das ist ein ganz interessantes Matchup, weil ich denke tatsächlich, dass wir also vom ersten Blick erstmal hier wirklich gute Chancen haben, weil wir haben tatsächlich einige Pokémon, die hier nach Möglichkeiten gute Chancen haben zu sweepen. Das wäre zum Beispiel, also Ramot kann hier sehr, sehr viel Arbeit machen. Caputoro ist auch nicht so schlecht in dem Matchup. Anego hat es tatsächlich hier ein bisschen schwerer, aber Rabigator ist dann halt auch wieder so ein Pokémon, was hier extrem gute Arbeit macht. Und Tauros ist auch wieder richtig stark, also da muss er halt aufpassen. Aber interessant deswegen, weil das gilt auch für die Gegenseite. Denn hier gerade die OUs und Necrozma, also die vier, sage ich mal, da, kann das Ganze schnell eskalieren. Ich sag mal, das mit Abstand gefährlichste Pokémon, was es hat, ist Panferno. Weil Panferno ist ein Pokémon, er kann es so variabel spielen. Ich habe keinen einzigen Switch in. Also, wenn er Panferno reinholt, ich kann halt nichts reinwechseln, sicher, um halt irgendwie den Schaden abzufangen. Und das ist halt das Gefährliche an Panferno. Raikou kann natürlich mit Gedankengut hier irgendwie schnell ausrasten. Und ja, das wird gefährlich. Deswegen, ich bin jetzt hier total durcheinander durchgegangen. Deswegen gehen wir nochmal einzeln durch. Panferno. Ich bin mir sicher, er wird Panferno mitnehmen. Panferno ist immer gut. Panferno ist auch gegen mich richtig gut, weil, wie gesagt, ich habe einfach nichts, was ich da reinwerfen kann. Oder da gibt es halt einfach nicht so viel. Seigard kann ich mir auch gut vorstellen, einfach weil es, ja, wenn es zum Setup, Seigard ist ja auch so ein Pokémon, ne? Wenn es irgendwie mit Einrollen arbeitet und dann Turbo-Tempo swampt oder mit Drachentanz, geht ja auch, er kann ja irgendwie beides machen, je nachdem, ob er mehr Defensive oder mehr Offensive möchte. Sehr gefährliches Pokémon tatsächlich. Raikou. Bei Raikou bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er das mitbringen wird, weil die größten Probleme mit Abstand, Panferno und Raikou. Und dann gefolgt von, Seigard und Necrozma, die ich noch irgendwie checken muss. Aber in erster Linie Panferno und Raikou, weil Raikou auch einfach richtig viel Arbeit gegen mich macht und halt entsprechend auch gute Möglichkeiten auf ein Setup bekommt mit Gedankengut eben, was ja auch so das, ich glaube, das Standard-Set ist mit Delegato und Gedankengut. Aber es ist auch einfach effektiv und super stark, vor allem, weil es halt extrem schnell ist mit der 115er Base, glaube ich. Also outspeedet mein gesamtes Team, wenn ich da keine Scarfa habe. Primarena. Ja, Primarena habe ich in der Hinrunde ja schon gesagt, fand ich super stark gegen mich, hat er aber nicht mitgenommen tatsächlich, aber ich bleibe dabei, ich sag's auch hier wieder, ich finde Primarena immer noch sehr stark gegen mich, einfach weil es, es ist halt super bulky, ne? Und auch da, ich habe da zwar Switch ins rein, Porygon zum Beispiel, aber ja, trotzdem, das ist, muss man aufpassen. Mantax ist auch ein guter Switch in für Primarena, aber ist ja die Frage, ob die dann auch im Gegenzug so viel gegen Primarena machen, ne? Dann hat er noch Necrozma. Ja, Necrozma ist so ein Pokémon, hatte ich beim letzten Mal auch schon als sehr gefährlich eingestuft. Ich glaube, da hat er es auch nicht dabei. Ist natürlich auch gefährlich, weil ich könnte ja potenziell seine Prisma-Rüstung kopieren mit Porygon. Und das möchte er nicht haben, weil dann hat Panferno auch mit den Kampfattacken Probleme, Porygon zu besiegen. Trotzdem, Necrozma ist halt auch ein Pokémon, wenn es irgendwie zum Setup kommen sollte, kann das ganz, ganz schnell eskalieren. Ist aber, glaube ich, gerade in dem Matchup gegen mich nicht das beste Pokémon, was er hat. Also sind die oberen drei finde ich da doch besser gegen mich, aber trotzdem, Necrozma muss man da mal aufpassen. Also wenn man das nicht genug checkt, dann ja, eskaliert das schnell mal. Duokles, ich bin mir 1000%ig sicher, dass er Duokles dabei haben wird, weil es super stark gegen Bulu ist und also Caputoro hier. Und Caputoro, wie gesagt, ist eigentlich ganz cool in dem Matchup hier. Und deswegen, und das wird er sehen. Und deswegen wird er wahrscheinlich damit Duokles entsprechend gegenarbeiten. Firnontor, ja, Firnontor ist so eine Sache. Es ist okay, also es macht, es ist eigentlich ist es auch gut gegen mich, kann man nicht anders sagen, aber
Die Frage ist halt, ob er das irgendwie unterbringen kann und dann nicht vielleicht besser andere Sachen checken kann. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mich freuen, wenn das nicht dabei hat, weil ich habe keinen Bock auf ein Non-Tor. Weil das Ding ist halt gefährlich mit der Eisschicht oder wie diese Fähigkeit auch immer heißt, im Notfall vielleicht irgendwie Explosion oder so. Da tankt halt auch Porygon dann nicht mehr so viel, wenn er sich selbst sprengt und das wäre nicht so cool. Schwalboss hat er dabei. Glaub ich tatsächlich nicht. Ich meine, gut, er kann es physisch spielen, aber ich glaube auch hier hat er einfach bessere Pokémon, die mich hart treffen, vor allem weil Schwalboss fast in jedem Set von Porygon gewallt wird, von Mantax wird auf der speziellen Seite gewallt und so weiter. Deswegen weiß ich nicht, ob das so effektiv gegen mich ist. So, jetzt kommen wir zu den End-News. Jetzt wird es nämlich interessant. Er hat nur zwei Spinner, beziehungsweise zwei Remover. Das ist einmal Fruyal und einmal Skunktank. Er wird eins von den beiden mitbringen. Die Frage ist, welches? Skunktank steht natürlich schlecht gegen Rabigator da. Fruyal steht schlecht gegen Pumpkin da beispielsweise. Ich bin nicht sicher, er könnte beide mitbringen. Skunktank ist natürlich gut, weil es schneller ist als Caputoro und Giftattacken hat. Vielleicht nimmt das deswegen mit. Aber hier, einer von den beiden wird es auf jeden Fall sein. Und zum Schluss haben wir noch Ramaidon. Ramaidon hatte in der Hinrunde gegen mich dabei und auch jetzt, ich finde tatsächlich ist es kein schlechtes Pokémon gegen mich, weil es einfach, das ist halt auch so ein, je nachdem wie es aussieht, wenn das mit Leben aufspielt und rohe Gewalt, ne? Ich meine, letztes Mal hat er einen Scarf dabei, aber wenn er ein Leben aufspielt, dann habe ich da halt auch keine Switch-Ins rein. Der einzige Nachteil von dem Ding ist halt, dass es super, super langsam ist und einfach nichts aussellt. Aber offensiv kann er mich auf jeden Fall damit gut unter Druck setzen. So, haben wir uns das Team angeschaut. Die Frage ist jetzt, was wird er final mitnehmen? Ich rechne mit Panferno, ich sag mal Seigert, Raikou, Primarine, Duokless und entweder Fruyal oder Skunktank. Ich tendiere aber tatsächlich eher zu Skunktank, weil Fruyal nicht so viel gemacht hat letztes Mal. Ja, also die Pokémon, mit denen rechne ich und ja, deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was ich mir so gegen die ausgedacht habe. Das seht ihr hier. Ja, der erste Pick, den ich mal wieder gemacht habe, war Pumpkin, weil Pumpkin einfach wieder mal super, super cool hier in diesem Matchup ist. Ihr seht es auch schon, ich habe ein ziemlich funkiges Set diesmal dabei, mal ein bisschen was anderes. Es ist zwar wieder voll physisch-defensiv, beziehungsweise sehr physisch-defensiv, aber ich habe mir was überlegt. Wir gehen erstmal zum Item. Ich spiele diesmal das erste Mal die Überreste, weil ich glaube, er hat keinen Abschlag im Team, was ziemlich cool ist. Und den Schnüffler natürlich wieder. Ich spiele ein kühnes Wesen dieses Mal, also Verteidigung hoch und Angriff runter. 240 in den Angriff, 148 in die KP, dann 108 in den Spezialangriff und 12 in die Innet. Das sieht erstmal super merkwürdig aus, vor allem wenn man bedenkt, Pump stand 100 Base-Angriff und nur 58 Spezialangriff, aber ich spiele tatsächlich hier ein spezielles Pumpkin. Ja, das hat einen ganz einfachen Sinn. Pumpkin hat hier eine Aufgabe, beziehungsweise drei, wenn man splitten möchte, aber es hat die Aufgabe, hier drei Pokémon zu wallen und gegen die im Zweifelsfall zu gewinnen. Und das sind Seigert, Duokless und Fruyal. Und das mache ich mit diesem Set hier einfach perfekt. Die Sache ist, die physischen Attacken von den dreien werden halt nicht so viel machen. Auch Duokless hat zwar keinen schlechten Angriff und die Dunkelklaue potenziell, aber das juckt halt Pumpkin trotzdem nicht, weil es ist so defensiv, dass eine Dunkelklaue vielleicht 40% macht. Dann kann ich es entweder verbrennen oder einfach mit Spukball zurückschlagen und ihm noch viel mehr Schaden machen. Also das Matchup ist halt ziemlich gut, weil er kann nicht auf Schwertanz gehen. Schattenstoß wird er dann auch nicht mehr so viel Schaden machen, trotz plus 2. Und ich kann es halt dann verbrennen. Er muss halt eigentlich immer rausgehen. Das ist halt so die Mindgame-Sache dabei. Deswegen den Spukball hier, um das Duokless halt effektiv zu treffen. Das macht halt auch guten Schaden trotz Evolit, weil die Spezialverteilung von Duokless einfach nicht so gut ist. Also so 40% Schaden mache ich damit halt. Die Kraftreserve Eis habe ich für Seigert drauf, weil die Sache bei Seigert, oder beziehungsweise die Sache mit Pumpkin ist so, es wallt zwar einiges, aber ja, es wird halt leicht zum Setup voller, weil es halt auch nicht so hart zurückschlägt. Allerdings, 108 Spezialangriffs-EVs reichen aus mit Kraftreserve Eis, um ein voll speziell defensives, also wirklich ein Max-HP und ein Max-speziell defensives mit einem positiven Spezialverteidigungswesen Seigert. Der Delegator, potenzielle Delegator, wird immer gebrochen, weil das mindestens 26% Schaden macht. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass Seigert nicht setupen kann gegen Pumpkin, wenn ich mit Pumpkin halt reinkomme und er wirklich Delegator-Setup spielen sollte. Das wäre halt Worst Case. Fruyal macht halt sowieso einfach offensiv nichts gegen Pumpkin, absolut gar nicht. Ich habe jetzt zwar da nur die Kraftreserve Eis, die ja nicht so viel Damage macht, beziehungsweise Spukball ist genauso stark, ne? Ja, Spukball ist genauso stark. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Feuersturm spielen soll, weil es dann schon sehr stylisch wäre. Das wird Fruyal zwar ein bisschen härter treffen als die Kraftreserve Eis,
Das Problem ist, Spukball ist einfach stärker gegen Duokles. Und ja, ich meine, der Feuersturm trifft ja immer gegen Duokles. Das ist ja das Schöne, weil er schildlos als Fähigkeit hat. Aber ich wollte dann doch lieber den Spukball nehmen, weil Duokles kriegt mehr Schaden und es ist wichtiger, Duokles zu besiegen als Froyal, weil Froyal offensiv, wie gesagt, sowieso gar nichts macht gegen Pumpkin. Und ja, das ist Pumpkins Aufgabe, Saiga, Duokles und Froyal besiegen. So, als nächstes kommen wir zu Tauros. Tauros ist wieder so ein Pokémon, was einfach eine gute, guter Joker ist, eine schöne Win-Condition, einfach weil es extrem viel Pressure hat. Ich habe hier auch wieder die rohe Gewalt mit dem Leben-Orb, mit einem naiven Wesen, alles in den Angriff, 244, erinnert das reicht aus, um sein schnellstes Pokémon, sein Panferno Max Speed zu überholen, sein schnellstes Pokémon überhole ich damit leider nicht, weil Raikou, ne? Und den Rest verteilt auf KP, Verteidigung und Spezialangriff. Die Attacken sind Body Slam, Erdbeben, Steinhagel und Eisstrahl. Ja, und im richtigen Moment kann kann Tauros hier das Team unheimlich kaputt machen. Also Erdbeben besiegt Panferno und Raikou. Also, na gut, Raikou schlägt halt effektiv zurück, beziehungsweise ist eine Chance, dass Tauros das Matchup verliert. Aber potenziell, er kann es halt nicht reinswitchen, darum geht's mir, ne? Für Saiga ist der Eisstrahl da, das ist halt ein solides Tool-KO, was sehr, sehr angenehm ist. Erdbeben trifft natürlich auch das Duokles sehr, sehr hart. Sowas wie Primarina will halt auch nicht in den Body Slam reinwechseln. Und ich meine, es ist zwar nur neutral, aber es ist ein Leben-Orb, rohe Gewalt, Tauros, das tut megamäßig weh. Steinhagel trifft das Schwalboss, wobei ich da auch aufpassen muss, weil je nachdem, wie das Schwalboss ausgelegt ist, killt es halt einfach Tauros. Steinhagel trifft aber auch das Phyrnontor sehr hart. Erdbeben trifft außerdem auch Ramaidon und Skunktank. Also er hat hier eine recht große Erdbebenschwäche und das kann ich mit Tauros extrem gut ausnutzen. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich zu Tauros noch nicht zu sagen. Es ist einfach ein gutes Pokémon, ist pressured offensiv, unheimlich, er kann da wenig rein switchen. Wenn ich einfach auf Erdbeben drücke oder so, oder Body Slam, je nachdem, was er dabei hat. Also Tauros einfach macht Druck. Macht extrem viel Druck. So, gehen wir zu Turtok. Hier habe ich wieder mäßiges Wesen. Max Spezialangriff, 188 in die Init und 68 in die KP. Natürlich den Turtok-Nieten und den Sturzfahrer als Fähigkeit. 188 Init, das sieht viel aus, es ist relativ viel. Allerdings outspeed ich damit ein maximal Speed Ramaidon, sofern es keinen Wahlschall trägt. Und ich meine, Ramaidon ist vielleicht nicht die größte Gefahr für mein Team, abgesehen davon, dass ich halt keine Switches da rein habe, aber gerade weil es halt so langsam ist. Aber nur für den Fall, dass er doch wieder Ramaidon mitbringt und es diesmal wirklich mit Leben aufspielen sollte, weil er gesehen hat, dass Porygon das Ding sonst wallt. Deswegen wollte ich es unbedingt so spielen, dass ich immer noch mit Turtok das Ding überholen kann im Notfall. Ansonsten gibt es da gar nicht so viel zu sagen eigentlich. Siedewasser spiele ich hier einfach, um die physischen Pokémon zu verbrennen, wie Saiga zum Beispiel oder Duokles. Möchte auch nicht verbrannt werden, Phyrnontor. Die Wasserdüse spiele ich wieder, um das Panferno zu finishen, falls es schon angeschlagen ist. Den Eisstrahl, um Saiga zu treffen in erster Linie, trifft natürlich allerdings auch Froyal und Schwalboss. Und dann noch den Turbodreher, weil ich keinen Bock habe auf Stachler und Giftspitzen und so ein Zeug, was da mit Skunktank und Phyrnontor theoretisch legen könnte. Und deswegen, ich wollte zuerst Toxin drauf spielen, um noch ein bisschen besser gegen Necrozma dazustehen, weil das Ding halt, wie gesagt, auch echt eine Gefahr ist, immer noch trotzdem, auch wenn ich eher weniger damit rechne gegen mich. Aber ja, Turbodreher, nicht ohne Turbodreher in diesem Matchup. So, kommen wir zu Porygon. Auch hier wieder eigentlich ein klassisches Set, auch wenn ich ein bisschen was anderes gemacht habe. Wir sehen den Evoliten als Item und die Fähigkeit ist eben nicht Fährte, sondern Analyse. Ja, Fährte, das Einzige, was ich hier wirklich eigentlich mit Fährte machen wollen würde, wäre entsprechend die Prisma-Rüstung von Necrozma zu kopieren. Wenn er das dann aber gar nicht mitbringt, habe ich quasi eine Fähigkeit ohne Sinn. Und das wäre halt nicht so wirklich nützlich. Die Analyse hilft mir aber gegen ein sehr wichtiges Matchup. Gehen wir erstmal auf den EV-Split ein. Wir haben ein stilles Wesen, maximal Spezialverteidigung, maximal KP, also so viel wie geht. Und 12 in die Verteidigung, erstmal wieder ganz normal speziell defensives Set. Aber dieses Porygon hat eine Aufgabe in erster Linie. Dieses Porygon gewinnt immer gegen Raikou. Und das ist wichtig, weil ich habe schon gesagt, Raikou und Panferno sind die zwei größten Probleme im gegnerischen Team. Panferno konnte ich leider nicht so gut handeln wie Raikou, aber dieses Porygon hier gewinnt immer gegen Raikou und das ist super gut. Wir haben als Attacken nämlich die Triplette, den Eisstrahl, Psycho Plus und Genesung. Die Sache ist, ich bin voll spezialdefensiv, das heißt also, selbst wenn das Raikou irgendwie auf plus 2 ist, sollte es mich nicht two-shotten können. Ich weiß nicht, ob eine Aurasphäre mich two-shottet auf plus 2, das könnte es allerdings sein. Auf plus 1 aber auf gar keinen Fall.
Ja, warum gewinnt dieses Porygon immer gegen Raikou? Die Sache ist, ich kann die Boosts einfach kopieren mit Psycho Plus und dann, ja, ich mache ihm mehr Schaden als er mir, weil ich die Analyse habe. Denn selbst wenn er auf Plus 1 ist, kann ich den Delegator, den potenziellen, selbst ohne Boost noch brechen, weil ich eben die Analyse habe. Und das Coole an der Analyse ist halt, er wird bei Porygon viel wechseln müssen und egal was reinkommt, frisst halt viel Schaden von einer Triplette, außer Duoclass jetzt logischerweise, wenn er das dabei hat, wo ich mir versichert bin, muss ich das halt irgendwie umspielen, aber trotzdem, wenn das irgendwie früh rauskommen sollte, also raus sein sollte, dann treffe ich damit einfach super viel. Triplette, wie gesagt, einfach als starkes Step, um alles gut zu pressuren und Eisstrahl eigentlich in erster Linie für Seigert und Fruyal, Schwalbos. Ich treffe halt einfach das meiste damit. Ja, Psycho Plus, wie gesagt, nur für Raikou. Das ist tatsächlich die einzige Aufgabe für Porygon. Ich muss das Raikou immer besiegen können und das tue ich. Selbst wenn er Gedankengut Delegator spielt, bringt ihm nichts. Ich kann die Boost nämlich auch durch den Delegator durchkopieren. Das muss ich extra nochmal testen, weil ich das nicht sicher wusste. Und ja, dann hat er da im Zweifelsfall ein geboostetes Porygon stehen und muss sich darum erstmal kümmern, was halt auch eine sehr coole, gedanklich eine sehr coole Ausgangssituation für uns ist tatsächlich. Ja, ich wall damit natürlich aber auch andere spezielle Pokémon. Primarina wird dadurch auch gewallt. Selbst, also mäßiges Wahlglas Primarina mit Hydropumpe kann mich nicht two-shotten. Ein Wahlglas Überschallknall mäßiges Schwalbos kann mich auch nicht two-shotten. Das ist dann noch so, das ist halt noch so was Nettes nebenbei. Aber auch das ein oder andere physische Pokémon hat natürlich Schwierigkeiten hier durchzukommen. Seigert muss natürlich gucken, also wenn er Wahlband hat, macht das viel Schaden, aber ja, Panferno ist natürlich super gefährlich nach wie vor, auch trotz Evolit, auch je nachdem, wie er es spielt entsprechend. Aber selbst hier, selbst von Panferno kann ich unter Umständen auch sowas wie einen Nahkampf überleben, auch wenn ich nicht physisch investiert bin. Auch wenn ich natürlich nicht darauf scharf bin, das irgendwie auszuprobieren. Aber ja, die gefährlichen Pokémon hier sind natürlich für Nontor, weil ich glaube, ein hartes für Nontor mit Risikotackle kann mich, glaube ich, two-shotten. Da bin ich nicht sicher, aber ich meine, dass das wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Und ja, Ramaidon halt, weil ich halt diesmal nicht physisch defensiv bin, sondern entsprechend speziell defensiv. Allerdings, das Stärkste, was er machen könnte, wäre, glaube ich, Kraftkoloss. Und ich glaube, da kann ich mich gegen Genesung. Er wird dann immer schwächer und macht immer weniger Schaden. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ja, wie gesagt, Porygons erste Aufgabe ist sowieso Raikou handeln. So, kommen wir jetzt zu einer weiteren Win-Condition, nämlich Ravigator. Ich spiele es mit dem Warschall und dem Bedroh als Fähigkeit, mit einem harten Wesen diesmal, was sehr, sehr cool ist. Ich habe 52 KP EVs, maximaler Angriff, 196 in die Init und 4 in die beiden Defensivwerten jeweils. Und das Schöne ist, da ich einen Warschall spiele, kann ich hier auch ein hartes Wesen spielen, weil ich das Frohwesen nicht brauche, um irgendwas Wichtiges zu outspeeden, weil Panferno und Raikou und so weiter, hier Seigert, die outspeed ich sowieso nicht, wenn die einen Warschall tragen und ja, wenn die aber keinen Warschall tragen, dann outspeed ich die auch mit dem harten Wesen easy peasy. Und das ist cool, weil kriege ich ein bisschen extra Damage, weil das auch wichtig ist. Ich spiele hier mit den Attacken Erdbeben, Knirscher, Abschlag und Steinkante. Relativ simpel. Erdbeben habe ich ja eben schon bei Tauros gesagt, trifft halt einfach super viel effektiv bei ihm. Knirscher trifft das Necrozma härter, weil ich möchte gegen Necrozma eigentlich nicht unbedingt mich auf Abschlag locken, weil das wird halt nur einmal Schaden machen, vor allem kann er einfach die Bolero-Beere, also die Anti-Unlicht-Beere spielen. Und ich muss halt irgendwie, wenn er Necrozma mitnimmt, das Ding two-shotten können, bevor es sich irgendwie anfängt zu boosten, falls er das vorhat, weil dann kann ich schnell ein Problem haben. Ansonsten, ja, Knirscher Abschlag ist einfach gut für Necrozma und generell alles Abschlag. Hier Duoclass natürlich, wenn ich da den Evoliten wegkriege, wäre das schon sehr nice. Und Steinkante, ja, ne, um Firnontor in erster Linie zu treffen, glaube ich, weil Schwalbos überlebt auch keinen Abschlag, sofern ich das richtig sehe. Aber ja, Ravigator ist auch so ein Pokémon, je nachdem, wenn ich das Team richtig angechippt kriege, kann das hier entsprechend durchgehen, weil auch so Primarina kriegt halt auch super viel Schaden, dadurch, dass die physische Verteidigung halt eben nicht so gut ist. Muss natürlich gucken, es gibt Pokémon, die mich aufhalten können, wenn ich mich locke. Schwalbos natürlich, weil es fliegt, Fruyal, weil es einfach einen guten Bulk hat und von Erdbeben nicht wirklich getroffen wird. Aber das muss ich halt entsprechend spielen. Es ist so ein Late-Game-Sweeper, der im Endeffekt das Spiel uns gewinnen kann, wenn wir da Vorarbeit leisten. Ja, beim letzten Slot habe ich lange überlegt, zwischen Ramot und Caputoro tatsächlich, weil ich fand die beide hier ganz cool. Ich habe am Ende aber für Ramot entschieden, aus einem ganz einfachen Grund, dass ich damit das Necrozma besser handeln kann. Ja, und das war tatsächlich auch, war wirklich der einzige Gedankengang dahinter. Caputoro wäre ganz cool gewesen, einfach gegen Primarina zum Beispiel, oder pressured halt auch sowas wie Fruyal und Seigert, wenn er keine Schlammwoge, das Problem ist, Seigert lernt Schlammwoge, wenn er Schlammwoge nicht dabei hat, dann kommt halt Seigert auch nicht dadurch.
Aber ich habe Caputoro aus zwei Gründen nicht genommen. Erstens, Duoclass ist nervig. Ich habe überlegt, ob ich es mit Naturzorn spielen soll. Tatsächlich also quasi immer, ich komme in Primarina rein, drücke auf Naturzorn, weil der Switch in den Duoclass offensichtlich ist. Duoclass kriegt die Hälfte Schaden und dann kann er halt auch nicht mehr so oft in den Holzhammer reinwechseln, weil Duoclass eben keine Recovery hat. Ja, aber Duoclass ist trotzdem nervig, sehr, sehr nervig, vor allem, weil ich würde es halt gerne mit Walbahn spielen und ja, weiß nicht, das wäre alles irgendwie, das wäre halt nicht so cool wegen Duoclass. Aber in erster Linie ist behindert Tauros und Rabigato und das geht nicht, weil Tauros und Rabigato sind hier viel wichtiger als Caputoro und die beiden müssen ungehindert ihren Stuff machen können. Und wenn ich irgendwie zum ungünstigen Zeitpunkt das Pflanzenfeld rauskriege und dann, ja, schwäche ich mein Erdbeben halt damit, wäre nicht so cool. Deswegen habe ich mich für Ramoth entschieden, auch aus dem Grund, weil Ramoth macht mehr gegen Necrozma. Necrozma wird natürlich auch getushottet von einem Caputoro, so ist nicht, aber die Sache ist, Ramoth hat hier auch die ein oder andere ganz netten Setup Möglichkeiten, wenn ich es richtig anstelle. Zum Beispiel, wenn er hier seine beiden Remover, also hier Skunk Tank und Fruyal, gegen die beiden soll ich eigentlich ganz gut ein Setup zustande kriegen können. Eventuell auch gegen Duoclass, wobei da muss ich aufpassen, weil das Ding kann natürlich Steinhagel. Yay, wie jedes Pokémon auf dieser Welt. Deswegen trage ich hier auch wieder die Anti-Gesteinsbeere mit dem Flammkörper als Fähigkeit. Maximal Init, maximal Spezialangriff 4 in die KP für die ungerade KP-Zahl. Mit einem scheuen Wesen. Ja, ich muss es hier leider scheu spielen, einfach damit ich mit Firnontor im Zweifelsfall Speed-Teil, weil da möchte ich nicht langsamer sein. Ich spiele den Feuersturm, die Käfergebrumm, die Psychokinese und den Falterreigen. Es war super schwer, mich hier für Attacken zu entscheiden. Kraftreserve Eis wäre noch cool gewesen für Seigard, aber das war mir dann doch ein bisschen zu verschwendet und Gigasauger wäre halt für Primarene ganz cool gewesen. Aber ich wollte dann doch lieber das Panferno safe one-hitten, wenn ich auf den Boost komme. Im Feuersturm, ja, ist halt einfach ein starker Step, trifft Fruyal, trifft Firnontor. Und trifft vor allen Dingen auch Duoclass. Das Schöne ist, es trifft Duoclass immer wegen Schildlos. Das habe ich ja eben schon bei Pumpkin gesagt. Psychokinese, wie gesagt, nur für Panferno und Falterreigen, weil ich halt einfach, denke ich, ganz gute Optionen habe, hier mich tatsächlich boosten zu können eventuell. So, ja, und das ist mein Team gegen Maxi aka Bravebird und sein Team Talonflame Skylanders, Leute. Wollen wir nochmal schauen, wie es dieses Mal so laufen wird. Wir müssen auf jeden Fall unsere Geheimwaffen richtig einsetzen. Wir können jedes Pokémon ganz gut handeln, bis auf Panferno leider. Wie gesagt, das ist aber auch einfach nicht machbar. Er hat potenziell Donnerschlag für Mantax zum Beispiel. Und ja, deswegen diese Aufstellung jetzt hier. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Wir sehen uns dann morgen im Kampf im 16. Spieltag schon, Leute. Mal gucken, was so passieren wird. Bis dahin. Ciao, ciao.